Hallo Leute und herzlich willkommen zurück, ja zurück zu Let's Play Super Mario Odyssey. Im letzten Part sind wir weiterhin, haben wir Bowsers Festung weiter durchquert und sind nun hier oben. Ah, leck mich. So, und wir wollen in diesem Part versuchen, endlich Bowser niederzustrecken. Doch dazu müssen wir halt noch ein paar Sachen erledigen, unter anderem diese lästige Mission. Let's do it. Da kannst du genau so einen Powermond machen. Das wird noch eine kleine Weile dauern, bis wir das haben. Hauptsache, man kann es immer wieder ausprobieren und muss nicht immer wieder zum Beispiel das Level neu starten, nur um den Samen wieder nutzen zu können. Das Blödeste dabei ist halt das Klettern. Also musst immer wieder hoch. Aber wir sind fast am Ziel. Uns fehlt nur noch diese eine lächerliche Mission hier. Du kannst Mario halt nicht kontrollieren, das ist das Ding. Ich hab mich fast retten können. Mann. Oh. Und jedes Mal, wenn wir versagen, dürfen wir hier nochmal diese Scheiße machen. Das ist doch echt nicht witzig hier. Ja, verreck doch, du blödes Zeug, ey. Was soll denn die Scheiße hier? Bitte respawn. Ich will unbedingt diesen blöden... Junge, ich bin doch schon in der Nähe und da steht auch halten... / Wurf. Warum zum Teufel wirft er noch die Cap, wenn er nicht ganz in der Nähe ist? Dann immer diese dumme Kletterei, ne? Also es dauert dann immer so lange, bis es hochwächst. Wir kriegen zwar eine Menge Münzen, aber trotzdem... Stimmt, das ist auch ein guter Trick zum Münzenfarmen, wenn ich ehrlich bin. Fuck you! Es ist so schwer, Mario unter Kontrolle zu halten, wenn er in diesem Speed-Modus ist. Ach, halt deine Schnauze, wirklich, halt einfach die Schnauze. Vor allem, wie schnell, man kann da echt schnell Münzen machen. Aber trotzdem, ich will diesen Müll einfach nur abschließen. Es ist langsam Zeit, dem Finale entgegenzutreten. Und was ist hier? Müll. Ich will Bowser endlich mal das Handwerk legen, verdammt nochmal. Vor allem, wenn man nichts macht, außer halt hier dann immer so drückt, dann kann man echt alle Münzen bekommen. Ja, Mann, ich habe ihn gestoppt. Hahaha. Nice. Sprint durchs Wolkenmeer. Episch. Wir haben ihn endlich. Jetzt müssen wir ganz gerade stehen, sonst sind wir gearscht. Ich glaube, wir stehen gerade. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Scheiße. Naja. Okay. Aber ich bin zufrieden, dass wir wenigstens diesen einen beschissenen Mond bekommen haben. Beim zweiten müssen wir im Prinzip nichts machen, außer
in den richtigen Momenten springen. Das haben wir halt bei dem einen verkackt. So, jetzt einfach nichts weiter tun als jumpen. Und jumpen. Und jumpen. Und jumpen. Und den Powermond holen. Sprint übers Wolkenmeer. Ey, Alter, wie viele Münzen man hier gewinnen kann, bekommen kann. Guck dir das mal an, Moment. Ja. Wir haben gerade, glaube ich, 300 Stück oder so bekommen. Hier kann man also ganz einfach Münzen farmen. Gut zu wissen. War klar, dass ich das Teil besprochen würde für diese kleine stachelige Missgeburt. So. Dann gehen wir jetzt wieder hoch, würde ich sagen. Zurück zum Fuße des Turmes. Bowser, schon bald gehörst du mir. Also wir haben jetzt wie viele Powermonde ungefähr? 16 von 45. Wir sind gut dran und noch 30 Lila-Coins. Komm, das können wir schaffen. Allerdings würde ich gerne eine Sache noch mal kurz begutachten. Ja, es war klar. Scheiß drauf jetzt. Das lässt mich jetzt irgendwie einfach keine Ruhe. Hier, diese Stelle. Yeah, sie ist unbedeutend. War ja auch irgendwie klar. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Bowser wartet nicht lange. Oder, naja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, ob er überhaupt auf uns wartet, aber... Alter, wie es hier abgeht. Nun gut. Ja. Naja, dass ich mir jetzt den Arsch wieder verbrannt habe, ist jetzt eigentlich nicht so wichtig. Aber ich denke mir die ganze Zeit, dass ich hier was bekomme. Klar, Münzen sind auch nicht schlecht und ich brauche sie auch, aber trotzdem. Nun gut. Was befindet sich hier? Das sieht auch ganz interessant aus. Verschwinde in der Hölle. Ah, okay, sind diese Löcher. Aber ich habe diesen Vogel nicht. Heißt das, ich muss ihn bis hierhin mitnehmen? Wirklich toll. Gut, ich würde sagen, bevor es dann weitergeht, ja... Okay, lol. Ja, dann hole ich mal den einen Vogel mit. Hab ja wohl keine andere Wahl. Wenn ich die 100% haben will, muss ich das tun. Diesmal lasse ich die scheiß Coins auch wirklich liegen. Die kann ich halt mitnehmen, weil sie halt direkt auf dem Weg liegen. Okay, gut. Dann komm, mein gefiederter Freund. Bin mal gespannt, was da so ist. Aber bestimmt ein Powermond. So viel ist sicher. Verdammte Scheiße. Könntest du bitte das richtige Dings... Geht das nicht, oder was? Also, ja, hat es mit Timing zu tun. Und hier ist was drin? Auch ein Powermond? Okay, danke, mein vierter Freund. Mit dem Schnabel vor das große Tor.
Perfekt, damit haben wir jetzt 17 von 45 Powermonden und 70 von 100 lila Coins. Wo die letzten 30 sind, keine Ahnung. Oh, hallo Katzenpeach. Aber ich denke mal, wir werden die noch finden. Darüber mache ich mir jetzt keine Sorgen. Denn jetzt geht es erstmal zu Bowser. Ich würde mal sagen, bevor es hochgeht, gucke ich mich tatsächlich nochmal um. Ja, ich bin so asozial und mache das jetzt, weil ich auch, ach, Katzi. Naja, gut, egal. Hallihallo, Bowser. Und Peach. Und Tiara. Warum, sie könnte einfach rüberfliegen, theoretisch. Oder ist sie irgendwie gebannt? Also halt, verzaubert, könnte man meinen. Was ist los? Bist du zu feige? Du bist zu spät. Wir müssen leider weg. Unsere Hochzeit findet auf dem Mond statt. Was? Auf dem Mond? Okay, ist schon klar, dass irgendwas auf dem Mond stattfindet. Aber die Hochzeit? Keine Chance. Voll auf der Fresse gelandet. Was für eine feige Sau. Oh nein. Irgendwas erwartet uns noch. Ein riesiger Roboter. Natürlich ihr. Ihr besiegt mich nicht. Dafür sorge ich. Und die Hochzeit mit Bowser und die Hochzeit werde ich auch verhindern. Keine Sorge. Ah, okay. Ich weiß, was wir machen müssen. Dankeschön, Spiel. Nimm dies. Verdammte Sch... Ich dachte schon, der kippt voll auf mich. Ein Idiot ist schon mal weg. Also gut. Ich werde euch nach wie vor das Handwerk legen. Dafür sorge ich. Jetzt bewegt er sich schon, oder was? Alles klar. Na, bitte lass es. Bitte tu mir nichts. Voll zwischen die Beine. Ja, moin. Auch aber dringend wieder ein Herz. Jetzt muss ich mal besser auf mein Leben aufpassen. Dieser Typ rückt mir vor allem voll auf die Pelle. Arschloch. Hallo, unfair. Okay, ich gebe zu, diesmal sind sie eine Challenge, aber die rücken einem auch voll auf die Pelle. Was soll man da machen? Oh nee, du, jetzt darf ich mir nochmal die Katzen geben, oder was? Oh lol, hier bin ich gestorben. Ah, take that. Und das. Erste ist down. Okay, jetzt brauche ich wieder den Vogel. Ich denke, sie dürfen mir auch nicht so nah auf die Pelle rücken. Der Kampf kann sich echt eine Weile hinziehen, weil es eine Weile dauern wird. Ich schwöre, hört auf, mir auf die Pelle zurück, damit das klar ist. Na, wie schmeckt euch das?
Kamera ist natürlich extraordinär. Genau so. So ist es, Cappy. Wir machen sie Idioten ein für alle Mal fertig. Hoffentlich. What the fuck? Aha. Reicht's da nicht langsam? Hallo. Lol. Alter. Muss ich echt aufpassen, dass die mich nicht treffen, diesen Kreisel. Lasst mich bloß in Ruhe, damit das klar ist. Out ab, verdammt nochmal. Was, die stehen noch? Oh lol, nein! Die blöde Kuh kriegt auch aufs Maul. Wir schaffen das. Jetzt wird's heftiger. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt. Aber bis hierhin habe ich noch kein Leben verloren. Das ist ziemlich vorteilhaft. Jetzt geben sie so langsam aber auch Gas. So ist richtig, mach schön die ganzen Pyro-Kreisel kaputt. Ah, hier, jetzt habe ich aus Versehen. Mann, oh Mann, wenn das so weitergeht, dauert das ja noch. Lass mich bitte in Ruhe, ja? Mann, das ist jetzt schwierig. Das war jetzt meine Schuld. Jetzt muss ich auch das Herz schnell nehmen. LOL! Kamera! Dankeschön. Daran war nur die Kamera schuld. Voll falsche Richtung, aber okay. Dieser Kampf... Alter, wie lange der jetzt schon andauert? So ungefähr 10 Minuten. Na gut. Trotzdem, ich werde diese Idioten besiegen. Ein für alle Mal. Leg dich jetzt hin, Alter. Ist das ein Scheiß Ernst? Nein! Vergiss es! Du regenerierst dich nicht mehr. Jetzt ist Schluss. Alter Schwede. Sind die jetzt bitte endlich tot? Ich hoffe es. Da ist der Multimond. Die Brutals haben kassiert. Bowser macht dich gefasst auf eine gehörige Abreibung. Abrechnung in Bowsers Festung. Naja, nicht genau. Nicht direkt also. Aber wir haben auf jeden Fall gezeigt, wo der Hase läuft. Der ist flach wie Scheiße. Wir waren so nah dran und jetzt hat Bowser sich zum Mond aufgemacht. Wir können ihn aber mit der Odyssee verfolgen. Wirf mich auf den Globus da. Würde ich gerne, Cappy, aber wir sind noch nicht fertig. Ich möchte mich nämlich da hinten jetzt noch umgucken. Um mal zu schauen, wo noch was ist. Wo soll der Vogel sein? Ah, da. Oder? Ah, hier ist der. Lol. Ha.
Okay, drüben ist ein Katapult. Wohin führt das? Na egal, schauen wir uns gleich an. Jetzt gehe ich erstmal dahin, um alles genauestens zu inspizieren, weil safe hier ist noch irgendwas. Ja, zwei Hasen zum Beispiel. Und warum ausgerechnet diese Hasen, Alter? Hab ich dich. Hoppel die Hopp auf Bowsers Festung. Und hier ist ein Katapult. Lol, wollte ich jetzt nicht, aber gut. Schauen wir uns erstmal hier weiter um. Na, obwohl... Nee, warten wir lieber noch. Ich will erstmal hier alles erledigen. Lila, eine Coins scheint es hier leider nicht zu geben, aber naja. Ist ja auch halb so wild. Den habe ich ja instant gefangen. Lol. Ah, dann gut, dass wir ihn so schnell gefangen haben, sonst hätte er ein bisschen gefrustet, also. Boah, dass die Dinger so wedeln, irritiert voll. Gut, dann gehen wir mal rüber. Wenn irgendwo noch lila Coins sind, dann werden wir sie schon finden. Arena der Entscheidung. Ah, sieht's wohl aus. Aha. Und wir können auf diese Dinger klettern. Ja gut. Das beweist natürlich einiges. Was denn da vorne? Das ist eine ganz kleine Insel. Ach Mann, oh Mann, mein Ohr juckt leicht. Alles klar, Wie steht da? Statuen als Hofwächter, okay. Nun gut. Was macht das Teil hier? Ah, die Vogelscheuche. Leck mich, Mann. Wie immer ganz knapp. Knapp. Bowsers Land, Tic-Tac-Turnier 1. Sehr gut. So, und was ist in der Röhre? Bestimmt ist es eine Abkürzung vom Anfang. Das wäre zumindest plausibel. Oder auch nicht. Alles klar. Okay, wir sollen mit der Statue arbeiten. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, wir müssen alle Statuen zurückbringen, kann das sein? Also, das kann nicht nur so sein, es ist auch so, würde ich sagen. Das sieht auch stark verdächtig aus. Ja. Aber wie ich es jetzt wohl so wollte, Fußvolk, Gumbas. Naja. Und hier finden wir nur Coins vor. Naja, ist auch nicht schlecht. Münzen nehme ich auch immer gerne entgegen. Alles klar. Okay, durch die Plattform kommen wir hier hoch. Also wieder hoch. Und können den zweiten Schalter aktivieren. Aber ich würde erstmal den hier aktivieren, ja.
sieht ein bisschen krass aus. Hilfe! Oh, lol. Also muss ich jetzt aufpassen. So, hier haben wir alle drei. Super. Ah, und zwei müssen wir hier leider mitnehmen. Interessant. Heißt, man braucht alle drei. Obwohl, eigentlich soll gar nicht zwingen, weil man hier mit Cappy weiter könnte. Aber eventuell gibt es da irgendein bestimmtes Rätsel, was wir mit denen lösen müssen. Obwohl, nee, man braucht doch alle drei. Man muss ja die Statue noch irgendwie rüber transportieren können. Okay, da habe ich nicht mitgedacht. Leider ist es auch ein bisschen mühselig, weil die so langsam sind. Aber hey. Was lange währt, wird endlich gut. Also, was lange währt, wird gut. So heißt das. Das kann aber nicht der einzige Power-Mod sein. Jesus großes Abenteuer. Ich sehe leider Gottes keinen weiteren Power-Mond. Nee. Das kann nicht sein. Irgendwo muss noch ein Power-Mond sein. Ich weiß es einfach. Ich habe den Schalter da hinten nicht gesehen. Da hinten ist ein Switch. Ja. Also entweder ist der Switch erst seit kurzem da, wahrscheinlich als wir die freigeschaltet haben, oder ich bin einfach nur blöd und hab das ernsthaft übersehen. Aber hey. Nintendo! So ist das alles. Das ist eine Druckplattform. Und wir müssen mit dem Jiso dahin. Oder Jiso. Ich weiß es nicht. Ich sag einfach Jiso. Jiso klingt ganz gut, finde ich. Und später müssen wir den dann wieder zurückholen. Stimmt, das hat doch diese komische schwarze das Dings erklärt. Jiso und der versteckte Raum. Na, dann komm mal mit. Bam 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 bam. Okay. Fertig. Das wäre erledigt. Perfekt. Nun gut, dann wollen wir uns nun weiter umschauen. Ach man, die werfen einen hin und her. Toll. Und ich habe noch längst nicht alle Coins, also alle lilanen Coins. Oh, da oben sehe ich direkt welche. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Aber diese lilanen Coins hätte ich jetzt auch. Oh, und da liegt einfach ein Powermond geschenkt. Ja gut, kann man auch machen. Ich meine, warum nicht? Über dem Giftsumpf. Alles klar. Okay, das Katapult wirft uns dahin und hier drüben das Katapult. Macht es bestimmt dasselbe, oder?
Ja. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, sehr schnell sagen, falls euch dieser Part für Let's Play Super Mario Odyssey gut unterhalten konnte, würde ich mich doch sehr über einen Daumen hoch und eine positive Bewertung freuen. Und teilt das Video mit euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Leuten, die ihr leiden könnt, Leuten, die ihr nicht leiden könnt. Und ein Abo wäre ebenfalls nicht schlecht, wenn euch mein Content gut unterhält. Und im nächsten Part geht es dann weiter hier im Bowserland, um die restlichen Powerhunde zu holen und die lilanen Coins. Bis zum nächsten Mal und ciao.